At this rate, we'll reach my community by midday. What will you do when we get there? After I take the headband off. Apart from break my neck, I mean. Go back, I guess. Go back where? Wherever. Depends where I can find food and fuel. I usually keep moving. You could probably stay if you wanted. I'm just saying, when my father hears about all you've done for me, I know he'll offer you a home. If that's what you want. I can't believe we actually made it. Stop here. Stop here, stop here. This is it. We can't go any further on the bike. It'll trigger the defense systems. Oh. My father can be a little weird about strangers, so just let me do all the talking when we get there, okay? Okay. Oh, that's strange. What? Why have the security gates been activated? So how do we get in? Let's keep going to the lookout post. We just need to find a radio and they'll let us in. Follow me, monkey. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Enslaved Odyssey to the West. Wir sind hier in Kapitel 6. Auf Deutsch heißt das Ganze Dorfbesuch. Im Englischen passt besser Village Approach, also Annäherung an das Dorf, weil wir sind ja noch nicht wirklich da. Aber wir haben es doch tatsächlich geschafft. Wir haben Trip fast nach Hause gebracht. Da vorne, das ist ihr Dorf und da müssen wir jetzt hin. Beziehungsweise ihre Gemeinschaft oder wie auch immer man das nennt. Oh, und unser Heilungsserum ist voll. Da können wir keins mehr mitnehmen. Ah, alles voller Strom. Entschuldigung. Das hat jetzt gut reingehauen hier. Und sieht doch alles sehr nice aus. Here. Also. Mark is in here. He should be operating the bridge. Tja. Hello? Mark? Nö? Mark? Anyone? Hier ist alles verdächtig ruhig. Monkey, the bridge controls are up there. Okay. I'll find a way around. Das machen wir doch glatt. Ist ja auch gar nicht ersichtlich, wo wir hin müssen. Hier, diese Baumstämme leuchten doch schon so. Das sieht doch ganz vielversprechend aus. So. Ja, Sekunde. Momentchen. Erstmal lassen wir die Brücke oben. Da können wir nämlich hier an so eine Liane springen. Und da ist nämlich eine Maske, die wir einsammeln können in dem Kapitel. Oh, schön. Da hat man wohl ein Stückchen vom Urlaub gesehen anscheinend. Na, verdammt. Eigentlich wollte ich rückwärts abspringen, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Schade. Gut, aber jetzt können wir ihr die Brücke runterlassen. Ich bin ja nicht so. Sie muss ja irgendwie mitkommen.
going. Na dann, geh du mal vor. Ist schließlich dein Zuhause? It feels so good to be home. I can't wait to see my father again. Das glaube ich dir gerne. Pretty elaborate defense system you got here. Why not just have turrets and guns? It's all Mark's design. He just has a thing about raising and lowering bridges. So we let him get on with it. We gotta get up there. Oh ja, lasst uns mit Brücken spielen. Das ist aber auch noch ein relativ einfaches Design. Okay, pull it. Dann düsen wir hier hoch und hier ist auch noch ein Schalterchen. Na dann, move it! Nein, nein, move. So, ja, genau. Du sollst nicht nochmal drücken, das wäre jetzt kontraproduktiv. So. Das mache ich dann von hier oben und dann kann sie hoch und wir können dann da komplett hoch. Wunderbar, das war einfach. That's odd. There's no one here either. Oh well. Throw me up there. Natürlich, wie immer. Nimm mich mit. Dankeschön. Geht doch. Oh, doch nicht. Hey, are you okay? Yeah, I'm fine. What the hell was that? I don't know. That should never happen. It must have been damaged somehow. Tja. Wie ist das wohl passiert? Sehr unsicher das Ganze hier. Solltet ihr mal überprüfen hier beim TÜV und so anmelden. Ist ja lebensgefährlich. There's the watchtower. More bridges. Are these really necessary? Bring it up with Mark when you see him. He says that they're a perfect way to keep the mechs away, because it takes human intelligence to figure them out. But we think he just likes bridges. Das kann natürlich sein. Mal schauen, ob meine menschliche Intelligenz ausreicht, um dieses Rätsel hier zu lösen. Das ist nämlich jetzt schon ein bisschen komplexer, aber auch noch sehr einfach. So, Moment. Okay, do it, do it. So. Dann kann ich hoch. So, ergibt das jetzt Sinn? Das hast du sehr gut erkannt. So, Moment. Hey. Gut, Moment, Moment. Nee, ich muss erst rüber. Dann macht das Ganze Sinn. Moment. Das haben wir gleich. So, now, move it. So, dann. Nein, 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 nein. Ich will auch gar nicht, dass du läufst. Ich muss erstmal so. Dann kann ich wieder rüber. Kann da nochmal den Hebel ziehen. So, und dann kann sie... Okay, okay, cross. Genau, dann kann sie hochlaufen, dann ziehe ich nochmal den Hebel und dann können wir gemeinsam rüberlaufen. So muss das. Jawoll. There's always someone posted.
whatever's going on. Na, bei dem Glück, was wir haben, glaube ich es erst, wenn ich sehe, dass da einer ist. Maki, jetzt geh doch mal hoch. Du kleiner Scherzkeks. Rollt der sich hier rum? Impossible. The posts are always manned. Come in, this is Post 9. Come in, Base. Are you reading me? Over. Base, come in. No. No. Trip. Trip! Wait! Wait! Gotta get to the other watchtower. Okay, wir haben also ein kleines Problem. Ja, Trip ist weg und wir sind hier ziemlich am Arsch. Weil hier hat es anscheinend einen Überfall gegeben. Und hier haben wir auch schon unsere lustigen Gegner wieder, die Max. Na, noch jemand, der auch für Mütze haben möchte? Ja, da hinten kommen nur noch mehr. Wusste ich's doch. So, Freunde. Ja, voll daneben. Dreck! Moment, Moment. Ich will den Dicken. Lasst mich an den Dicken ran. Okay, Freunde, mach mal Platz hier für den Mazda. Jawohl, so, jetzt sind wir nämlich erstmal gelähmt. Immer drauf kloppen. Einwandfrei. So, noch jemand? Nee, fürs Erste ist hier wieder Ruhe im Karton. Oh ja, natürlich. Komm mal her. Komm. Wow. Voll daneben. Hallo. Ah, da war auch schon der Nächste. Oh, scheiße. Damit. Ja, ist doch gut jetzt. Mach mal Platz hier. Ich brauche hier ein bisschen kreative Freiheit. Jetzt lass mich doch den mal kloppen hier. Mann. So, ich hoffe mal, jetzt funktioniert das mit dem in den anderen reinschubsen. Beim ersten Mal hat es ja nicht so gut funktioniert. Ja, so muss das aussehen. Genau. Ein Traum und noch mehr. Ah, scheiße, ich habe keine Munition mehr. Hab ich gar nicht gesehen. Damit. Hör auf. Hörst du auf hier rum zu EMP'en? Jo, das hat ja super funktioniert. Hörst du auf, mich so anzuspringen? So, Nummer 2. Beziehungsweise du bist ja eigentlich schon Nummer 3. So, was jetzt erstmal? Trip, I can't hear you. Ja, ich glaube, das war's jetzt fürs Erste.
Na gut, wir haben gar keine Gesundheit verloren. Gut, jetzt habe ich auch endlich wieder Stun-Munition. Und hüpf. So, jetzt erstmal eine kleine Verschnaufpause. Das war jetzt echt ein Gegneraufgebot der besonderen Art. Oh, und das ist eigentlich ein schöner Ausblick. Wenn wir hier nicht auf dramatischer Mission unterwegs wären. Ja, wir sind quasi praktisch fast da. Hör auf! So, jetzt alle auf einmal hier drauf. Ach Mann! Hör doch mal auf mit deinem Blocken hier. Ich kann so nicht arbeiten. Ah, ja. Au. Oh, den kommt ja noch einer. Ah, wieder einer zum kaputt machen. Mal her, mein Freund. Ja, brav. Hat sogar nah genug gestanden, gelähmt zu werden. Ja, wie viele denn? Noch bitte. What the hell? So, jetzt mal hier ein bisschen Platz. Ist doch gut jetzt. So, mein Freund. Ja, ich komme, wenn die mich hier mal alle in Ruhe lassen würden. Ich bin quasi praktisch schon fast da. Och nö, noch einer. Och, Leute. Ja, nochmal drei, natürlich. Ihr habt doch den Arm ab. Komm, dich brauche ich. Ich will den dicken. Ach, das ist der andere. Au. Schon. Oh, ich war eine Sekunde zu spät. Ah, Freunde. So, euch habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ja, wahrscheinlich ist jeder tot. Wahrscheinlich auch dein Vater und alle anderen. Ein paar wurden wahrscheinlich als Sklaven genommen und er hängt schon wieder fest hier. Ein Traum. So. Attacke, dann. Okay. Trip, I'm nearly there. Ja, aber eben nur fast. Gut, einmal hier rüber. Und hinauf. Begrüßungskomitee, hallo. Wow. So, erstmal du. Hapstisch. So, und jetzt haben wir noch einen über. Den werden wir ja wohl auch noch klein kriegen. Oh nee, das ist einer mit Schild. Ach schade, ich wollte ihn doch von hinten. Okay, das klang falsch. Also ich habe keine Munde mehr. Das ist natürlich auch ganz großartig. Moment. Erstmal ein bisschen Platz hier wieder. So wird ein Schuh draus. Gut. Dann sammeln wir hier nochmal ganz kurz ein. Und müssen vor allem hier runter. Hier ist nämlich die nächste Maske.
Oh, ein kleiner Bergsteiger. Beziehungsweise Freeclimber. Dann die ganze Kletterpartie nochmal. Gut, aber ist ja nicht weit. Das kriegen wir hin. So, noch einmal einsammeln und dann sind wir hier auch schon am Watchtower, wo wir hin wollten. Dann sollten wir uns mal schleunigst um Trip kümmern, die da drüben wahrscheinlich schon einen halben Nervenzusammenbruch kriegt.